Also es ist ein Lernansatz, der folgende Stufen hat. Als erste die Zielvorstellung, wenn man da von Ziel reden kann. Es geht darum, jetzt benutze ich nochmal den Begriff der Selbstwirksamkeit. Es geht darum, nicht Kommunikationsleute auszubilden, die können dabei sein, die kommunizieren sollen, im Auftrag von, sondern es geht darum, kommunizieren zu lernen, um lernen zu lernen. Also es geht darum, in einem sozialen, und das ist eben Lernen, soziales, kommunikatives Handeln, in solchen Prozessen diese Phänomene von nachhaltiger Entwicklung, von Transformation überhaupt zu begreifen. So, was das bedeutet, kommt gleich. Wie wir die Schritte da gehen, versuchen zu gehen, dass da so ein Lernprozess in und über Kommunikationsprozessen und über das Suchen und Aussprechen von Botschaften, nicht von Wahrheiten, von Botschaften, also von Interaktionsangeboten. Das funktioniert in etwa so, auf einer Metaebene, dass sich Grundverständigen und Selbstverständigen, was meinen wir denn jetzt hier mit Kommunikation, wahrscheinlich eben nicht mehr Sender-Empfängerstrukturen, sondern wirklich Interaktion. Was meinen wir, was passiert, was ist der State of the Art in den Themenfeldern von Klimawandel, nachhaltiger Entwicklung und Transformation. Also ein Einordnen, du hattest vorhin auch gesagt, also so ein Zusammenfassen, ne? So, könnte man denn noch sagen? Verdichten. Eine Selbstverständigung in der Gruppe zu haben. Worüber reden wir? Worüber wollen wir denn arbeiten? Und diese Metaebene, also Klimakultur, Transformation, Transformation als aktiver, bewusster Umbruchprozess von Umbrüchen, die finden ja mit uns statt. Und kann ich mich entscheiden als Gesellschaft, auch als Einzelner, lass ich es mit mir geschehen oder bin ich der Aktive dabei? Das ist so die Hinterfragung hinter dem Begriff Transformation. Das ist beides. Transformation ist was ganz Großes, nachhaltige Entwicklung ist noch viel größer, Klimakultur ist ein Vision, so ein Endzustand. Wie taucht das in den einzelnen Lebenswelten und Umwelten auf? Und da kann man natürlich in den sozialen Umweltbereich reingehen, kann aber auch das im ökologischen Bereich machen. Und wir haben in diesem Jahr hier in Deutschland gesagt, wir gucken uns mal unter diesem Thema Klimawandel das Thema der Biodiversität an. Biodiversität-Ökosystemdienstleistung. Sagenhaft praktischer Begriff, stimmt's? Kann jeder was mit anfangen? Natürlich eben nicht. Und sind dennoch weiter runtergegangen und gesagt, da wo wir jetzt sind, in Mecklenburg, ist das Thema der Moore sehr relevant. Und der Moore jetzt nicht bloß als Ökosystem, was es dann an tolle Leistung bringt, sondern als Konfliktpotenzial. Weil die Bauern seit 200 Jahren diese Moore benutzen, um damit und darauf ihre Viecher zu treiben. Ne? Und jetzt mit einmal entdeckt die Klimawissenschaft, dass es jetzt ganz wichtig ist, Moore zu vernässen, weil da so ungemein viel an CO2 und Methan rauskommt. So, jetzt vernässt man, oder will es jedenfalls. Was machen die Bauern? Die sind natürlich stinksauer. Wir haben plötzlich ganz soziale Konfliktlagen, die nicht so einfach mit Argumenten nur zu lösen sind. Es sind Kulturtechniken, die die Bauern über die Jahrhunderte erworben haben. Also die sind bei denen drin. Das ist nicht eine Kopfsache bloß. Also an diesen Dingern ackern wir inhaltlich und suchen dann, und das ist die Übung da drin, was ist denn jetzt aus unserer subjektiven Sicht, aus meiner, aus deiner, wichtig, jetzt in diesem Kontext, zur gegenwärtigen Zeit zu erzählen. Und dieses Erzählen lernen wollen wir dabei üben. Und zwar in dieser doppelten Sache, was will ich erzählen? Was will ich es aber in einer Art und Weise erzählen, dass der, den ich anspreche, und jetzt muss ich mir klar werden, wen will ich denn ansprechen, dass der das inhaliert. Und da merkt man ganz schnell, dass bei vielen dieser Themen dieses übliche, wir sensibilisieren, wirklich out ist. Ich brauche dem Politiker da, auch dem Kommunalpolitiker nicht erzählen, dass wir einen Klimawandel haben. Das muss ich nicht, sondern ich muss ihn. Das ist jetzt dann die Frage in der Gruppe, wie kriegen wir das denn da übersetzt zu Handlungen nötigen oder einladen. Nötigen meine ich jetzt wirklich eine kommunikative Macht aufbauen. Ne? Einladen heißt irgendeiner Sache folgen oder welchen Leuten folgen. Und dieses Geschichten erzählen, denn mit bestimmten Handwerkzeugen ja wie
baue ich eben eine Geschichte auf. Was bedeutet Briefing, aber das muss man jetzt noch nicht so doll machen. Führt dann dazu, dass Geschichten, Episoden erzählt werden in unterschiedlichen Formaten. Animation, Musikclip, Spot, Podcast und so weiter. Und jetzt ist unsere ideale Idee von Russ Jutta da, wenn man jetzt Episoden hat, die ja Einzelgeschichten mit einer Botschaft vielleicht beschreiben und erzählen, ist vielleicht die Chance nachher da, mehrere Geschichten zusammenzulegen, woraus dann eine größere, die Big Story entsteht? Das ist eine Frage, noch keine Antwort. Aber wir haben ganz viele Formate in der Gesellschaft, in unserer Bilderkultur, die kurzweilig und kurzzeitig sein müssen. In 3-Minuten-Spots oder noch kürzeren, hier können Sie sich die alle drauf angucken, da hinten drin, kriege ich 1,5 Botschaften vermittelt oder Aussagen oder Einladungen oder Emotionen. Ja. Aber das Thema Klimawandel ist hochkomplex. Oder wie wollen wir anders leben oder was ist gutes Leben? Ist hochkomplex. Ich brauche also viele Geschichten. Und da ist die Idee, eine Idee, kann man über transmediale Episoden vielleicht eine Big Story machen. So, jetzt zum Inhalt des Lernens. Was haben wir denn mit der Transformation an der Backe? Wir haben eigentlich nur die Aussage und die Aussage der Wissenschaftler und das Gefühl von uns selbst, ey, hier geht etwas schief. Und dann sind wir froh, dass wir eine Betrachtungsweise gefunden haben, nämlich des Begriffs der Nachhaltigkeit. Ist noch nicht viel. Ist wirklich noch nicht viel. Weil wir mit der Nachhaltigkeit eben die entweder jetzt die von mir vorhin benannten Leitplanken benennen können. Ja, wir wissen, wir dürfen CO2 nicht mehr als 2 Grad steigern. Oder wir müssen beim Ressourcenverbrauch einfach zurück. Wir sind jetzt mit dem Overshoot beim 12. August. Also am 12. August jedes Jahres ist alles weg. Haben wir alles aufgegessen. Und dann leben wir auf Kredit. Und das machen wir seit Jahren. Also da ist ja eine qualitative Gefährdung in Größenordnung drin. Ja. Aber wie wir dann die Spielregeln unserer Gesellschaft so ändern, auch unsere eigenen Routinen so ändern, dass wir da eben in diese Nachhaltigkeit reinkommen, sind wir alle ahnungslos. Und das ist das Thema eigentlich der Transformation, so einen Suchprozess einzuleiten. Wo müssen wir hin? Leitplanke. Wo wollen wir hin und wo können wir hinwollen? Wir können ja Bedrohungsszenarien, auch Realitäten haben, die immens sind und wir kriegen trotzdem nicht die Akzeptanz, also nicht das robuste Wissen der Gesellschaft, dass die Leute mitmachen. Ja? So, was steht fürs Lernen an? Wir haben das erste Mal in der Menschheitsgeschichte die Situation, dass wir mit unseren Steuerungsinstrumenten, die wir haben, ob Markt, ob auch Politik, nicht die Probleme lösen können, die jetzt auf uns zukommen. Die Probleme, die auf uns zukommen, sind ja irreversible Probleme, die in der Zukunft sich andeuten. Und wenn wir mit den traditionellen, üblichen Steuerungsinstrumenten warten würden, bis die Probleme da sind, das ist unsere bisherige Kulturtechnik, ja, dann könnten wir diese Probleme nicht mehr lösen, weil sie eben schon irreversible Qualitäten erreicht haben. Das ist also das erste Mal, und zwar als globale Kultur, aufgefordert zu sagen, was muss ich heute anders machen, damit das nicht eintritt. Wie kann ich das? Ich kann es nur. Ich habe gar keine andere Chance. Indem ich mich in diese Zeit da vorne reinversetze. Ich muss diese Zeit beschreiben. Natürlich aus der gegenwärtigen Perspektive her. Aber ich muss sagen, wie sollte oder welche Alternativen gibt es in der Zukunft? Und die detaillieren, um aus diesen Zukünften abzuleiten, was ich heute machen muss. Wenn ich das nicht mache, dann bin ich bei Merkel und bei den alternativlosen Situationen. Ja. Wenn ich nicht eine Vorstellung habe, eine detaillierte, eine abgeklärte, eine wissenschaftlich fundierte natürlich, Vorstellung habe, wo es hingehen könnte, eine Vorstellung habe, welche Bewegung in der Gesellschaft da ist, welche Ressourcen, Potenziale, Ideen auch da sind, dann kann ich nicht heute handeln. Also ich muss
solche Szenarien üben und lernen. Und das ist so ein Teil dieser Übung da drin. Und das ist verflucht schwer, sich Zukunft vorzustellen. Ja? Man bleibt ganz schnell bei der banalen Ebene da. Ach, die soll schön sein, die soll gerecht sein. Ja. Ja, na, aber wie sieht ein Alltag aus von dem Bauern mit seinen Kühen da? Der jetzt, dem jetzt die Kühe bis zum Knie im Wasser stehen. Ja? Wie ist es dann in 50 Jahren? So, dann muss ich diese Szenarien nicht rational übersetzen, sondern eben als Geschichte erzählen. Die zweite Beschreibung. Und da kommen wir in den Begriff dieses Lernen, der Lernstrukturen. Transformation bedeutet also einmal aus der Zukunft lernen, damit ich die sogenannte Gestaltungskompetenz ausfüllen kann. Wenn ich bloß hingegen, das ist so ein Hauptbegriff in der Nachhaltigkeitsbildung, ne? Worum geht es? Ja, es geht darum, eine neue Zukunft zu errichten, dazu brauche ich Gestaltungskompetenz. Aber deren Grundlage ist eben eine konkrete Vorstellung zu haben, wie könnte es aussehen und zum Zweiten, wie kann ich da hinkommen, mit wem? Gibt es in der Gesellschaft Bewegungen oder Gruppen, die da mitmachen? Kriege ich die motiviert? Womit kriege ich die motiviert? Das ist so ein Teil der Gestaltungskompetenz. Dann kommt da noch da hinzu, ja, da kann man mal in unserer Mainstream-Gesellschaft mal rumgucken. Das muss kreativ sein. Also da müssen ja Gestalten rauskommen, wie wir uns das vorstellen, die anders sind als das, was wir jetzt haben. Also wenn wir einen Overshoot-Day im August haben, dann können wir doch nicht ein bisschen das anders machen, als was wir jetzt machen. Wenn ich aber kreativ bin, dann kann ich nicht die Gegenwart bloß verlängern, ja, in meinen Szenarien, in meinen Geschichten. Sondern ich muss dann schon wirklich Fiction aufmachen. Science Fiction oder besser noch Design Fiction. Also, ist aber so ein schöner Begriff, der sagt, ich gucke mir wirklich wissenschaftliche Modellierungen an und übersetze diese dann in Fiktionen, die dann aber nicht vollkommen willkürlich sind. Ja? Zweite Sache dazu. Ich habe jetzt immer ganz selbstverständlich gesagt, ja, wenn wir das Wissen dann nehmen und dieses Wissen benutzen, um Gestalten zu beschreiben, und alle bei allen wahrscheinlich klickert, sage ich ja, wir meinen die Wissenschaft. In Umbruchprozessen hat aber die Wissenschaft ein methodisches Grundproblem, nämlich die Empirie. Wenn ich jetzt analysiere, brauche ich einen Zeitraum, bevor ich weiß, was ich denn da analysiert habe. Jetzt komme ich mit meinem Ergebnis in die Wirklichkeit zurück, also da läuft Transformation ab, da ist die Wirklichkeit aber schon viel weiter. Also ich bin als Wissenschaft immer hinten dran. Sodass wir vor der Frage stehen, wie kriegen wir denn die verschiedenen Wissenstypen, die damit von betroffen werden und sind, auf gleicher Augenhöhe zusammengebunden. Also wir brauchen mehr als bloß den wissenschaftlichen Wissenstyp, sondern wir brauchen den, in die Reden bringt man ja immer so schön an, aber auch die künstlerische Wahrnehmung von Veränderungsprozessen und solche Sachen. So, und letztendlich könnte man das nochmal mit dem Begriff bezeichnen, was da stattfinden soll. Das ist so ein autodidaktisches Empowerment, um diese Prozesse zu verstehen. So, von dem kann man noch. Was hat es mit Medien zu tun? Jetzt kann man das nämlich damit verknüpfen, muss es verknüpfen. Wenn ich diese Art von Lernen habe, die kollaborativ ist, also wir können nicht mehr einzeln uns irgendwo Wissen aneignen, sondern wir sind ja bei dem großen Wissensberg, den wir im Hintergrund haben alle. Ja? Aber mir geht es jetzt um diese Transformations-, um diese Umbruchprozesse, da sind wir dabei, immer wieder neue Wissen zu generieren. Wir sind noch bei diesem autodidaktischen Schreiben des Steuerbuchs. Also es ist noch gar nicht viel da. Also das kann ich bloß kollaborativ machen. Ich kann es zweitens aber auch bloß selbstbestimmt machen. Denn A, ist keiner da und die da sind, sind eher Scharlatane als. Also die da sind und sagen, ich weiß, was du lernen musst, im traditionellen Sinne, können ja eigentlich nicht da sein. Ne? Also selbstbestimmtes Lernen. Und selbstbestimmtes Lernen habe ich mit Methoden, die ich jetzt entweder im Internet finde oder im Internet angeboten bekomme, aber die ich natürlich mit multimedialen, also nicht bloß textbasierten Kommunikation ausführen kann, natürlich günstig. Es gibt den
den Begriff ja der Kompetenzorientierung, und Kompetenz heißt als erstes, ich habe eigentlich in Lernprozessen zu lernen, etwas zu können, nicht etwas zu wissen. Also Wissen ist immer die Grundlage dafür, aber entscheidend ist, was kann ich? Nicht entscheidend ist, weiß ich, wie man es machen kann. Das ist ein riesiger Unterschied. Und Kompetenzen sind interessanterweise eben mehr als nur Wissensbestandteile. Kompetenzen sind Wissen und Fertigkeiten, also da kommt das Können rein, aber vor allem eben auch Werte und Motivationen. Und was wir in der Bildung für nachhaltige Entwicklung machen, ist meistens nach Bildung über nachhaltige Entwicklung. Wissen. Aber nicht Motivation, nicht Werte, nicht Normen. Ja? Und da komme ich auch nicht dazu, empathisch zu werden, weil ich ja diese ethische Ebene nicht habe. Da komme ich nicht dazu, aufmerksam, achtsam zu werden, sondern ich weiß bloß Wissen. Und dann warte ich aufs Geoengineering. Ja? So. Das ist jetzt eine richtige, da gibt es schon eine Missionierung, die ich hier mache. Zwei Ansätze, die wir versuchen zu nehmen, und da kommen wir wieder mit den Narrationen ins Spiel. Das eine ist diese Ankerinstruktion, Ankorwissen. Das geht davon aus, dass ganz vieles, was wir lernen, eben so träges Wissen ist. Es setzt uns nicht in Stand, in Situationen gut agieren zu können. Also wir haben Argumentationskisten vielleicht. Ja? Wir haben wissenschaftliche Ableitung, so Ketten von Erklärungen, aber wir haben keine oder wenig Beschreibung in Lernprozessen von authentischen Problemsituationen. Und denen bin ich aber immer zu. Der Bauer da in Mecklenburg oder die Bürgermeister im Ruhrgebiet, die jetzt schon mit den heiß werdenden Städten im Sommer zu tun haben. In diesen authentischen Lernsituationen wird aber nicht gelernt, interessanterweise. Interessanterweise nicht. Ja? Dann müssen wir ran, und das kann man ja gestalten. Also wenn wir da jetzt in Mecklenburg sind, dann suchen wir den Bauern und suchen die Bürgermeister da und laden die zum Gespräch ein, und idealerweise würden die mitkommen und mit in diesem Prozess teilnehmen. Ein zweiter Punkt dabei, also ich brauche reale oder authentische Problemsituationen, und in diesen Problemsituationen müssen gestaltungshaltig sein. Das ist, was mir gestern auch ein paar Mal auftauchte, ein ganz großes Dilemma unserer Angebote an Lernwillige im Nachhaltigkeitsbereich, dass wir ihnen teilweise Sachen anbieten, die aber gar nicht gestaltungshaltig sind. Also das ist jetzt natürlich sehr, sehr platt, aber das Angebot, dem Klimawandel zu trotzen, indem ich die Birnen auswechsle, ist ein frustrierendes Erlebnis. Ja. Also das, was wir alle in unseren Vier-Personen-Haushalten ausgewechselt haben, haben ja wahrscheinlich alle, reicht dazu, um mit dem Auto 90 oder 100 Kilometer zu fahren. Dann ist CO2 wieder drin. Aber wenn wir gucken, was wir an CO2 emittieren pro Jahr, ist also diese Handlungsoption, die wir da angeboten bekommen haben, ein Witz, eine Lachnummer. Das sind unsere Erlebnisse aber, die wir haben. Also es ist nicht bloß die Frage, ja, ich bin zu träge, deswegen verhalte ich mich nicht nachhaltig, sondern ich weiß nicht, wo ich mich nachhaltig verhalten kann. In Stadtstrukturen, wo es Rolltreppen gibt, ich kann schwer vorbeilaufen, ja, so, und so weiter und so weiter. Also wir haben ganz viele strukturelle Probleme, die so dominant in der Gesellschaft sind, dass ich als Einzelner ganz wenig dagegen, als Einzelner da wenig ankommen kann, und wir noch nicht in der Form sind zu diskutieren, ja, wie muss ich das denn anders strukturieren? Also wenn in 70 Jahren Phosphor zu Ende ist, werden wir wahrscheinlich in den alten Methoden erst in 70 Jahren anfangen zu überlegen, wie wir die Ernährung sichern. Wäre klüger, jetzt das zu machen. Ja. Also wir gehen von solchen authentischen Problemsituationen aus, die gestaltungshaltig und möglich sind, und suchen da wirklich über die Kommunikation nach Lösungen. Und die zweite Form ist Communities of Practice. Das sind also längerfristig zusammenhängende Gruppen, die in so Art Reallaboren sich Kopf machen. Beispielsweise darüber, wie kriege ich solche Themen kommuniziert? Also wie
kriege ich als Bürgermeister solche Themen in meine Gemeinde kommuniziert. Da bin ich nicht der Kommunikator schlechthin, sondern ich bin der Akteur, der eine Funktion hat. Ich muss als Bürgermeister für die gerade stehen, für deren Versorgungssicherheit zu garantieren und so weiter. Also wie kriege ich das vermittelt? Ja? Und wie kriege ich Lösungen entwickelt? Und das wäre mit dem Communities of Praxis so eine Art, wo eigentlich in solchen Suchprozessen, neuerdings sagen die Transformationsforscher auch, wir bauen Reallabore auf, wo in so einen Suchprozessen im realen Konfliktthema dann Änderungen gemacht werden. Das ist der Gegenstand dieses Lernansatzes. Also es geht da keiner los, der weiß, wie das alles zu passieren hat, sondern die da als Mentoren oder als Moderatoren sind, moderieren eben den Prozess oder coachen den Prozess, den Lernprozess, den Kommunikationsprozess. Und dabei sollen dann verschiedene Kommunikate entstehen, sind kleine Botschaften, kleine Episoden, die dann so ähnlich wie Ephraims Angebotsstruktur auch andere benutzen können, wenn sie meinen, es passt zu ihnen und wenn sie meinen, es passt zu ihren Zielgruppen. Ja. Dankeschön.